Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Liebe Geschwister im Islam, Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die Gnade gegeben hat, am heutigen Tag, am Tag vom Eid, Yawm al-Hajj al-Akbar, uns hier zu versammeln. Alhamdulillah, dass er uns die Gnade gegeben hat, Gläubige zu sein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Gedanken mir die letzten Tage durch den Kopf gegangen sind, als ich die Kaaba gesehen habe und gesehen habe, dass da nur ganz wenige Menschen drumherum sind. Und letztes Jahr war ich noch selber dort gewesen. Und als ich darüber nachgedacht habe, dass in meiner Gegend, in den meisten Moscheen momentan überhaupt gar kein Eid-Gebet gebetet wird. Und als ich auf dem Weg hierhin war, ist mir aufgefallen, dass ich die letzten 10 Jahre kein Eid-Gebet mehr in Deutschland vorgebetet habe, soweit ich mich erinnern kann. Was viel daran liegt, dass es viel Druck gibt von außen, oder so viel Druck ist es eigentlich nicht, man lässt sich mehr einschüchtern von bestimmten Behörden. Und daran, weil ich halt auch oft im Ausland gewesen bin. Nur in dieser Zeit war ich ab und zu ein stiller Beobachter gewesen und habe mir die Eid-Gebete so angeguckt. Und da war ich in einer großen Moschee bei mir in meiner Gegend gewesen einmal. Und ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, dass gerade zum Eid-Gebet so viele Leute kamen, die man normalerweise nicht sieht. Das heißt, Leute, die 363 Jahre im Jahr nicht in der Moschee sind, aber 2 Tage im Jahr sind sie in der Moschee, nämlich Eid al-Adha und Eid al-Fitr. Ist besser als gar nichts. Das ist erstmal das Erste, was ich sagen will. Das ist besser als gar nichts. Und das ist meine erste Botschaft, die ich mitgeben will. Sehr häufig erreichen uns Fragen von Jugendlichen oder nicht so Jugendlichen, die sagen, ich mache diese und jene Sünde. Kann ich überhaupt das und das machen? Erste Regel, die man sich merken muss. Eine schlechte Tat darf dich niemals daran hindern, eine gute Tat zu machen. Sondern ganz im Gegenteil. Eine schlechte Tat muss dich dazu bewegen, eine gute Tat zu machen. So oft erlebe ich das. Kann ich beten? Darf ich in die Moschee gehen? Ich mache dieses und jenes. Ich gehe in die Spielhalle. Ich bin tätowiert. Mir hat jemand gesagt, ich kann nicht in die Moschee gehen. Und das ist eine Regel, die ich immer wieder sage. Und die sage ich euch, liebe Geschwister, damit ihr diese Regel weitergebt. So viele fangen, das ist vom Scheitan, so viele fangen gar nicht erst an zu praktizieren, weil ihnen erzählt wird, du kannst ja gar nicht praktizieren, weil du bist tätowiert, du hast einen Ohrring, du machst dieses und jenes. Was sagte der Prophet, a.s.w.? Und lasse den schlechten Taten eine gute Tat folgen, damit sie sie auslöscht. In al-Hasanat yudhibna sayyat, sagt Allah im Koran. Die guten Taten löschen die schlechten Taten aus. Dann kommt der Shaitan mit der nächsten Shubha. Besser richtig, entweder richtig oder gar nicht. Ja, was heißt denn gar nicht? Gar nicht heißt Hölle. Gar nicht heißt Hölle. Was heißt richtig? Richtig heißt, ich praktiziere alles. Der Prophet a.s. hat gesagt, Kullu bani Adam khata wa khayru khata'ina tawwabun. Jeder Sohn Adams macht Fehler. Der beste von denen, die Fehler machen, sind die, die Toba machen, die rückkehren, die bereuen und zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und an diesem Tag, als ich in dieser Moschee gewesen bin, sah ich dann so viele Muslime von dieser Sorte. Und ich habe gedacht, oh, Alhamdulillah, hoffentlich kriegen die heute was mit. Hoffentlich werden denen heute ein paar Worte vermittelt, womit die gefesselt werden. Wo die rauskommen aus der Spielhalle, aus der Diskothek, aus diesen ganzen Dreck und schlimmere Orte. Und was passiert? Predigt in einer Sprache, die sie gar nicht verstehen. Weil die meisten, die dorthin gehen,
können kein Hocharabisch. Also 99%, zumindest von den Jugendlichen, 99% davon verstehen kein Hocharabisch und die Predigt ist auf Hocharabisch. Und am Ende der Predigt wird natürlich das Wichtigste, der wichtigste Inhalt von der Predigt, der musste natürlich danach noch im Auftrag des Vorstandes übersetzt werden. Das heißt, du musst dir vorstellen, du hast dort so viele Jugendliche, die du selber kennst, wo du weißt, oh, du kommst aus derselben Gegend, die sind so weit weg von der Religion. Inshallah wird ihnen heute die Liebe zur Religion vermittelt. Inshallah wird ihnen heute die Liebe zu Allah mehr vermittelt. Inshallah wird ihnen heute die Liebe zum Propheten a.s.w. vermitteln. Und was passiert? Der wichtigste Inhalt der Predigt wird am Ende noch übersetzt. Zwei Sätze. Wenn ihr rausgeht, da vorne sind Tüten, da gibt es Spenden für die Moschee. Das ist das, was von der Predigt übersetzt wird. Lisanul hala yakdhib. Die Zunge der Situation, die lügt nicht. Dann weißt du direkt, worum es geht. Gab es keine wichtigere Botschaft, die wir denen, die normalerweise gar nicht in die Moschee kommen, die wir denen vermitteln wollen? Gibt es keine wichtigere Botschaft? Da sind Leute, die kommen, die haben vielleicht uneheliche Kinder. Frauen und Männer, die uneheliche, jugendliche Frauen, jugendliche Männer, die uneheliche Kinder haben. Die vielleicht eine Freundin haben, in Sinner leben, Drogen nehmen, Drogendealer sind, Zuhälter sind. Das ganze Programm ist vor deinen Augen. Wir haben hier vielleicht, wir haben Alhamdulillah hier dieses Publikum wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe, dass diese Worte nach draußen gehen. Und ich hoffe, dass ihr diese Worte auch weitertragt. Genau das, was ich eben gesagt habe. Eine schlechte Tat soll dich niemals daran hindern, eine gute Tat zu machen. Was du machst, ist schlimm. Du betest nicht. Oh Gott, nicht zu beten, die schlimmste Katastrophe. Aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? Die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs zu verlieren. Denn Allah sagt im Koran, Ja, ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. O meine Diener, die euch selber Unrecht angetan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahrlich, er ist der Allvergebene, der Barmherzige. Der Prophet a.s. überliefert in einem heiligen Hadith, dass Allah sagt, Ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. O Sohn Adams, solange du mich bittest und auf mich hoffst, werde ich dir vergeben, was von dir ist und werde es nicht beachten. Ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استفرتني غفرت لك. O Sohn Adams, selbst wenn deine Sünden bis zum Himmel gehen und mich dann um Vergebung bittest, werde ich dir vergeben. Ibn Adam, O Sohn Adams, wenn du mir zu mir kommst mit der ganzen Erde voller Sünden, also wie der Anteil der ganzen Erde voller Sünden, und dann triffst du mich und du hast mir niemanden beigesellt, kein Schirk begangen, so werde ich dir mir genauso viel Maghfirah entgegenkommen. Das ist das, was wir den Leuten vermitteln müssen, damit sie beginnen, damit sie anfangen. Ansonsten haben sie gar keine Lust. Der Prophet a.s. sagte, Laula tuznibu, la dhahab Allahu bikum, thumma layati bikumun yuznibuna, fa yastaghfiruna Allah ta'ala, fa yaghfiru lahum. Wenn ihr keine Sünden begehen würdet, so würde Allah euch wegschaffen. Und dann würde er mit einem Volk kommen, das Sünden begeht, und ihn dann um Vergebung bitten, und er würde ihn vergeben. Denn Allah liebt, das heißt jetzt nicht, dass man rausgeht, Sünde begeht. Aber das zeigt, dass man nicht verzweifeln soll. Keiner von uns ist perfekt. Habt ihr gedacht, wir sind perfekt? Oder weil wir ein Bart tragen? Oder wir haben keine Sünden? Oder wir sind Engel? Nein, wir machen alle unsere Sünden. Jeder hat seine eigenen Leichen im Keller, wie man auf Deutsch sagt, sprichwörtlich. Ja? Jeder hat seine Probleme, nur man muss Gas geben. Ist es zu spät? Es ist nicht zu spät. Und das ist etwas, liebe Geschwister, was wir immer wieder vermitteln müssen.
Leute fragen mich, kann ich beten? Ich bin zu dreckig. Ich fühle mich zu dreckig, um in die Moschee zu gehen. Ich habe zu viel Schlechtes gemacht. Das ist so wie jemand, der dreckig ist und sagt, ich bin zu dreckig, um duschen zu gehen. Wenn du zu dreckig bist, körperlich dreckig, wo gehst du hin? Unter die Dusche. Wenn du meinst, du bist zu dreckig von Sünden, dann komm in die Moschee. Das ist die Dusche für deine Sünden. Das gibt nichts Besseres. Und der Prophet a.s. dazu sagte, Inna Allah yaqbalu tawbata 'abdi ma lam yughayyir. Allah vergibt die Sünde eines Dieners so lange, bis zum letzten Atemzug. Vergibt er ihm seine Sünde. Nimmt er seine Taube an, nimmt er seine Reue an. Das heißt, solange du nicht tot bist, ist es nicht zu spät. Aber man muss irgendwann anfangen. Irgendwann muss man anfangen, Gas zu geben. Und es gibt nichts Besseres als das. Man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi. Wer Tauba macht, bevor die Sonne aus dem Westen aufgeht, Allah wird seine Tauba akzeptieren. Das ist das, was wir unbedingt verstehen müssen. Und das ist das, was wir weitertragen müssen. Und hier, jeder Einzelne, der hier sitzt, hat seine eigenen Sünden. Einmal hat zu mir ein Sheikh, der heißt Muhammad al-Azhari, das ist sozusagen der Hauptschüler von Sheikh Abu Ishaq al-Haweini, der hat zu mir gesagt, Abu Hamza, du musst so einen bestimmten Dings aufmachen, um Fragen von Geschwistern zu beantworten, weil du wirst sehen, da kommen sehr viele Geschwister und die stellen ganz normale Fragen über irgendwelche Sünden und dann merkst du, wie sie ihre Sünden bereuen. Sie sind vielleicht Leute, die gar nicht so praktizierend sind, aber sie weinen wegen ihren Sünden. Ja, wenn du sie sehen würdest, würdest du nichts Besonderes von ihnen erwarten. Und er sagt, guck mal, die sind vielleicht besser als wir. Weil bei denen, bei uns kommt der Scheitan, bei den Praktizierenden kommt schnell der Scheitan mit Kibber, mit Hochmut. Und Hochmut ist etwas, wer ist durch Hochmut aufgefallen? Iblis, la'natullah alayh. Deswegen, niemand soll sich sicher sein, aber niemand soll auch an der Barmherzigkeit Allahs verzweifeln. Derjenige, der jetzt der Schlechteste ist, kann der Beste werden. Derjenige, der jetzt der Schlechteste ist, kann der Beste werden. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبِ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Und diejenigen, die eine Schändlichkeit getan haben und dann Allah gedenken, und wer vergibt die Sünden außer Allah? Und die nicht in dem beharren, was sie tun, während sie es wissen. Subhanallah, gestern bin ich auf einen Vers gestoßen und jeder Sünder sollte sich diesen Vers vor Augen führen und zu Hause nachschlagen. Sure 25, Surat al-Furqan, Vers 68 bis 70. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يوم القيامة ويخلد في مهانة. Erstmal bis hierhin. Und diejenigen, die nicht neben Allah einen anderen Gott anrufen und die keine Seele töten, die verboten ist zu töten und die keinen Sinner begehen. Und wer dies tut, der wird seine Strafe treffen. Und die Strafe wird ihn, der wird seine Sünde treffen und die Strafe wird ihn am jüngsten Tag vermehrt werden. Und er wird dort für Ewigkeit erniedrigt bleiben. Illa. Jetzt kommt der nächste Vers. Es geht gerade um die Strafe. Große Sünden, dann wird die Strafe erwähnt. Jetzt kommt der Vers. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Außer wer Tauba macht und glaubt und gute Taten tut,
Jene Allah wird ihre schlechten Taten zu guten umwandeln. Sadaqallahu al-Azim. Gewaltiger Allah hat die Wahrheit gesprochen. Das heißt, du bist vielleicht, wirst vielleicht der Beste werden. Möge Allah uns zu den Besten machen. Möge Allah uns unsere Sünden verzeihen. أقول قولي هذا واستغفر الله وليكن لسائر المسلمين سبحانك فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Liebe Geschwister im Islam, gerade haben wir über die Sünder geredet. Und wir sind alle Sünder. Wie ich schon gesagt habe, jeder hat seine Probleme. Der Prophet sagte, das, was ich am meisten für meine Umma fürchte, ist der kleine Schirk. Was ist der kleine? Dann wurde er gefragt, was ist der kleine Schirk? Dann sagte er, Augendienerei. Augendienerei, möge Allah uns davor bewahren. Aber jetzt kommt die Frage, welche Aufgabe haben wir? Vielleicht gehören wir ja zu denjenigen, die äußerlich schon das Richtige tun, die äußerlich Gutes praktizieren, die in der Moschee sind, die nicht in der Spielhalle sitzen, die nicht irgendwelche schlimmen Filme angucken, die fünfmal am Tag beten. Vielleicht gehören wir zu denen. Aber reicht das? Ist das alles? Sollten wir uns damit zufrieden geben? Ich bin einmal mit einer Pilgergruppe in Medina gewesen. Und dann sind wir zum Grab des Propheten a.s. gegangen. Und da habe ich zu ihnen gesagt, stellt euch vor, ihr würdet dem Propheten a.s. ihr würdet den Propheten a.s. zu Lebzeiten hier besuchen. Denn die Propheten haben in ihrem Grab eine andere Stellung als der normale Mensch, was Hayy Barzakh hier angeht, was das Leben im Barzakh, in der Zwischenwelt angeht. Stellt euch vor, ihr wärt in Hayat Dunya vom Propheten a.s. wärt ihr gekommen. Aus Deutschland hierhin. Stellt euch das vor, wenn ihr gleich zu dem Grab geht. Ich möchte jetzt, dass ihr mit mir mitreist. Stellt euch vor, ihr seid in Medina. Es ist immer dort so eine schöne Ruhe irgendwie in Medina. Und du siehst hinten die Kuppel, die grüne Kuppel unter dem Grab des Propheten a.s. Und ich habe, stell dir vor, du gehst gleich dorthin. Das ist das erste Mal, wo du zum Propheten a.s. gehst. Stell dir es richtig vor, bildlich vor. Und dann habe ich gesagt, was denkt ihr, wenn ihr zu Lebzeiten hier hingekommen wärt? Wäre der Prophet a.s. stolz auf euch gewesen? Wäre er stolz auf euch gewesen? Ich sage euch eins, vom Bewusstsein des Propheten her, von seiner Persönlichkeit her, bin ich ganz sicher, Wallahu alam, er würde sich sehr freuen zu sehen, dass seine Religion so weit gekommen ist. Er wusste das zwar schon, aber wenn er die Leute selber kommen sehen wird und inshallah wird er euch im Paradies treffen, wird sich von seiner Persönlichkeit her, so wie ich ihn aus der Sira, aus den Hadithen kenne, wird er sich sehr freuen zu sehen, da sind Leute, die kommen aus Ländern so weit weg von der arabischen Halbinsel, der Islam hat sich überall ausgebreitet. Aber stell dir vor, du könntest zum Propheten a.s. sagen, O Gesandter Allahs, ich habe in Deutschland gelebt und ich habe alles dafür getan, um deine Religion dort zu verteidigen und deine Religion zu verbreiten. Oder ich habe ich bin um die Welt gereist und ich habe Dawa gemacht und ich habe, wenn schlecht über dich geredet wurde, habe ich das mit Argumenten widerlegt. Und ich habe die Jugend zum Gebet gerufen. Stellt euch das vor, ich glaube, Subhanallah, er würde sich richtig freuen. Und das ist das, wo wir hinkommen müssen. Wir haben eine Verantwortung. Ich habe eben darüber geredet, über so viele Jugendliche und nicht so Jugendliche, die vielleicht an den schlimmsten Orten sind, die du nie in der Moschee siehst. Wir haben eine Verantwortung. Der Prophet a.s. sagte, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Entweder gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche, oder Allah wird eine Strafe auf euch herabsenden. Und dann werdet ihr Dua machen und die Dua wird nicht erhört werden. Wir haben eine Aufgabe.
Wir sind die Gesandten des Gesandten Allahs in diesem Land. Und ich schwöre beim gewaltigen Gott, bei Allah, Allah ist mit uns. In Tansurullah yansurkum. Wenn ihr Allah helft, so wird er euch helfen. Wenn Allah euch hilft, kann euch niemand bezwingen. Geht heute nach Hause und macht Dua zu Allah an diesem gesegneten Tag und sagt, oh Allah, gib mir eine Möglichkeit, der Ambassador des Propheten in diesem Land zu sein. Stärke meine Liebe zur Religion und mach mich zu jemandem, der diese Religion verteidigt. Es gibt so viele Möglichkeiten dazu. Es gab noch nie so viele Möglichkeiten wie heute. Früher derjenige, der über die Religion reden so konnte oder sollte in einem islamischen Land oder irgendwo, das ist dann meistens der Imam von der Moschee, der den Koran auswendig gelernt hat. Heutzutage jeder kann was machen. Über WhatsApp kannst du schöne Videos verschicken über den Islam. Du kannst Flyer verteilen in der Stadt oder auf deinem Arbeitsplatz oder irgendjemand. Du brauchst nicht mehr groß zu reden. Vorher, du musstest den Inhalt, den du jetzt auf einem Video hast, den musstest du selber können. Die Verse musstest du selber auswendig können. Das brauchst du heute nicht mehr. Es war noch nie so einfach, Gutes zu verbreiten wie heute. Und es war noch nie so einfach, Schlechtes zu verbreiten wie heute. Aber wir müssen uns bewegen. Und wenn wir uns bewegen, werdet ihr eine richtige Veränderung sehen. Der Islam wird kommen. In jedes Haus. Der Islam wird kommen. In jedes Haus. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die Frage ist nur, was du dazu beigetragen hast. Ich will noch auf eine Sache aufmerksam machen, liebe Geschwister. Die, die heute schlachten, die wissen sicherlich, was sie da zu beachten haben. Aber ich will an eine Sunna erinnern, denn der Prophet a.s.w. sagte, Man habba sunnati faqad ahabbani wa man habbani kana ma'i fi jannah. Wer meine Sunna liebt, der liebt mich und wer mich liebt, der wird mir im Paradies sein. Eine Sunna an diesen Tagen sind die Takbirat Muqayyada. Takbirat Muqayyada, das heißt nach den Pflichtgebeten, bleibt man sitzen. Sheikh bin Baz sagt, man sagt zuerst Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma anta salam minka salam tabarakta adal jalali wal ikram. Und dann fängt man an. So sagt Sheikh bin Baz, Rahimallah. So, und dann macht man Takbirat Muqayyada. Ich habe keine genaue Überlieferung gefunden, wie oft man das wiederholt. Mach es beispielsweise dreimal. Der Prophet hat meistens Witr gemacht. Nach den Gebeten, egal ob du alleine das Pflichtgebet betest, oder mit deiner Familie. Auch die Frau kann zu Hause unter ihren Maharim, also Sohn, Bruder, Vater, kann sie die Stimme heben. Sagst du die Takbirat Muqayyada. Das fängt eigentlich schon an mit dem Fajr-Gebet von Arafat, also gestern, und endet beim Asr-Gebet von dem dritten von Ayyamut Tashriq. Mit dem Maghrib-Gebet sind die Ayyamut Tashriq vorbei. Wann sind die Ayyamut Tashriq? Heute ist Yomul Eid, Freitag. Morgen ist der erste von Ayyamut Tashriq. Also Samstag ist der erste von Ayyamut Tashriq. Sonntag der zweite von Ayyamut Tashriq. Und Montag der dritte von Ayyamut Tashriq. Das heißt, nach jedem Pflichtgebet, Astaghfirullah, 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 wie immer, Allahumma anta salam minka salam, tabarakta adal jalali wal ikram, fängst du an. Zum Beispiel, es gibt mehrere Überlieferungen, wie man das machen kann. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dreimal. La ilaha illallah, dann. Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Zweimal. Walillahil Hamd. Und das machst du, ich habe jetzt nicht keine Überlieferung, wie oft machst du, aber wenn du es zum Beispiel dreimal machst nach jedem Pflichtgebet, Alhamdulillah, weil der Prophet hat meistens Sachen Witr ungerade wiederholt. Macht das nach jedem Pflichtgebet, inshallah. Wenn ihr es vergesst, ihr habt es euch wenigstens vorgenommen. Und Alhamdulillah, dann haben wir eine Sunna wiederbelebt. Und möge Allah uns zu denjenigen machen, die diese Religion verbreiten.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودم اعداءك اعداء الدين ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودم اعداءك اعداء الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ورنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك